Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Palworld. Das Problem ist, der Epi hat jetzt ein paar Tage keine Zeit, dass wir aufnehmen konnten. Und ich habe keine Ahnung, was wir jetzt in der letzten Folge gesagt haben, was wir machen wollten. Hinter dir, guck schnell. Was? Der Gandos brennt. Der ist übers Feuer gelaufen. Was? Was? Was ist jetzt los? Nein. Nein, nein. Kann der den Dings, nimm den mal in den Palbox. Ich kann nicht. Ja, oh, jetzt ist er gelöscht. Also, der ist über die Erde gelaufen. Wieso brennen die jetzt? Weiß ich nicht, warum der da durchgelaufen ist und der brannte auf einmal lichterloh. Ja gut, dass er gewartet hat, bis wir die Aufnahmen gestartet haben. Warum hast du ihn nicht gelöscht, du blödes, aber er qualmt auch nicht mehr. Pingulett. Er qualmt nicht, also er ist anscheinend... Oh, ich bin hungrig. Alter, ernsthaft jetzt? Ich weiß gar nicht mehr, was ich überhaupt alles dabei habe oder wen ich hier im Team habe oder überhaupt. Wir brauchen noch neue Bälle, bevor wir loslegen können. Das hätte ich jetzt alles so schön offline machen können, aber nein, ich bin überhaupt nicht vorbereitet jetzt aktuell. Ich kann auch schon wieder die Werkbank hier nicht an. Ach nee, die hatten wir ja auf der Rückseite extra nochmal gebaut. Nein, 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 nein. Das ist meine. Gehst du von meiner Werkbank weg? Du altes Luder. Ja, aber auf deiner Seite komme ich nicht ran. Müssen wir das mal eben machen während der Aufnahme. Ist ja nicht so schlimm. Hier, unser Pinguin hier, der nicht fähig war, mal eben den brennenden Ball zu löschen. Aber die ganze Zeit die Felder am Bewässer, weißt du? Aber wenn jemand am Brennen ist, macht der nichts. Die Sau. Also ehrlich. So. Ich weiß wirklich nicht mehr, was wir jetzt machen wollten. Ich musste mal gucken auf der Karte. Aber wir haben ein paar Orte. Also ich bin ja jetzt ganz gemein, wenn ich das sage. Was heißt gemein? Dieses Spiel hat mich bzw. uns so angefixt. Jeder von uns hat einen persönlichen Spielstand. Nochmal einen eigenen. Beziehungsweise ich habe jetzt zwei, weil ich noch ein Video gemacht habe für diejenigen, die gerade erst anfangen wollen. Das wird auch morgen... Ja, morgen denke ich mir mal hochgeladen. Also morgen ist jetzt von dem heutigen aktuellen Gameplayerin ich, wäre das dann Samstag. Ihr werdet diese Folge wahrscheinlich dann erst am Sonntag sehen, also wäre das dann gestern gewesen. Also müsste schon hochgeladen sein, während ihr das jetzt guckt. dann habe ich nochmal so ein, Einführungsvideo für alle gemacht, die gerade anfangen und die nochmal zusammengefasst alles wissen wollen, wie man am besten einen guten Start hinlegt, weil ich meine, man sieht ja hier bei uns, wie kümmelig das Ganze ist und eigentlich war das ja auch gar nicht so eine tolle Position und alles. Deswegen, wo sind jetzt der Episch? Achso, da hinten ist er. Ich bin hier. Ach, wir haben, ich habe den Turm hier habe ich freigeschaltet, aber ich habe den nicht gedingst. Ich habe nicht drauf gedrückt. Warum nicht? Jetzt bin ich irritiert. Ich meine, ich hätte aber da drauf gedrückt. Aber ich habe jetzt verschiedene Spielstände auf verschiedenen Sachen, dass ich jetzt gar nicht mehr weiß, was ich wo gemacht habe, wenn ich jetzt ehrlich bin. Gut. Was müssen wir hier eigentlich noch machen? Die heiße Quelle wollten wir eigentlich gemacht haben. Können wir die machen? Können wir die mal eben schnell hier hinstellen? Die müsstest du machen, sonst verhalten. Sonst ist das nicht. Ach nee, da fehlt uns Palsaft für. Da müssen wir noch welche umbringen. Das hört sich jetzt gemein an. Ich bring keine um. Nein, du bringst keine um. Nein. Ich baue aber noch mal eben einen zweiten Bärengarten. Ich baue den mal hier mitten in den Weg rein, damit das so richtig schön aussieht. So. Das ist jetzt alles so toll strukturiert hier hingestellt. Das ist wunderbar. Aber wir müssen auf jeden Fall mal darauf hinarbeiten, dass wir mal eine zweite Base bauen können, dass wir mal umziehen. Weil es ist, ja. Wir haben auch, glaube ich, noch keinen Pal, der sich um die Gartenarbeit kümmert, oder? Nee, dafür brauchst du den Affen, der würde das... Ja, dann, nee, es gibt mehrere, aber die Frage ist, haben wir einen dafür? Aber du hast ja doch, den Affen haben wir. Ja, aber wo ist das Feld? Hä? Ja, zwei Felder haben wir hier draufstehen. Ach, da hinten? Ja, doch, den grünen, der eben gebrannt hat. Ja klar, der macht ja auch die Aussaat. Nee, dann ist alles gut. Aber wir müssen uns unbedingt dieses eine Fixie ist das, glaube ich, besorgen, damit wir... Bälle bekommen. Jetzt wird es übrigens gerade dunkel, glaube ich. Sollen wir mal eben schlafen gehen? Guck mal, wie schnell die Sonne gerade untergeht. Ja, aber ich habe gerade ein anderes Problem. Sag mir mal, wo du die Felder hingemacht hast. Die stehen doch hier.
Da drin. Oh, ich habe die natürlich nicht im Haus gesucht. Jetzt. Ja, okay. Alles gut. Ja, jeder baut doch seine Felder. Er baut sowas auf Holz drauf. Das ist ein Feld, das muss in der Natur sein. Nein. Ich meine, das ist ja auch eigentlich kein Haus. Das ist nur so eine Art Unterschlupf. Das funktioniert übrigens, ich habe es privat mal ausprobiert, wenn ihr ein einziges von diesen Wänden nimmt und ein Dach oben drüber. Ihr braucht noch nicht mal rechts und links eine Wand. Dann könnt ihr schon schlafen da drin. Also das funktioniert einwandfrei. Jetzt lasst uns trotzdem mal die Nacht überspringen. Oder ist es noch Abend? Ich weiß nicht, ob das schon funktioniert. Damit wir loslegen können. Du hast hier ein paar Bälle gemacht? Ja, 10. Aber ich habe nicht genug Essen, fällt mir gerade ein. Haben wir hier jetzt mal noch schlafen oder soll ich wieder aufstehen? Warte. Ich nehme mal die Eier hier raus. Dann mache ich mir gleich, bevor wir losgehen, noch mal ein bisschen was zu essen. Hast du noch was zu essen? Also ich liege im Bett, aber es funktioniert nicht. Jetzt funktioniert. Ich habe genug zu essen. Ich habe mir aber gerade noch ein paar Pfeile gemacht, weil ich gar keine hatte. Aber ich habe, das hat nicht geklappt, weil keiner was craftet hier. Ja, die sind ja auch alle am Schlafen gewesen. Es ist Nacht. Also es war Nacht. Ja, aber irgendwie sind deine so träge. Die machen für mich gar nichts. Ja, irgendwo habe ich, glaube ich, nichts nutzt hier auf dem Spielstand. Ja. Bei irgendeinem, da stand irgendwas drin von wegen, der ist faul oder ist nichts nutzt oder irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Aber ich meine, ich hatte ja noch nicht so viele, deswegen. Und da du ja keine gefangen hast, die du eingesetzt hast. Was mich mal wirklich interessieren würde, ob man die untereinander tauschen kann durch das System. Okay. Dass du die in das Lager reinsetzen kannst und der andere kann es rausnehmen. Das müsste eigentlich ja auch gehen, ne? So, ich habe jetzt 11 Spiegeleier. Ich hoffe, es reicht. Oder soll ich noch ein paar machen? Der Epi sagt wieder nichts. Wir müssen wieder auf den Epi warten hier. Pfeil und Bogen ist übrigens auch eine sehr gute Sache, wenn man gegen Bosse kämpft, habe ich festgestellt. Aber wenn ich auf den Pal, also auf die meisten Pals ziele, treffe ich meistens nicht. Es sei denn, dass der wirklich relativ nah bei mir ist. Ich habe keine Ahnung, warum. Also ich ziele extra schon ein bisschen höher, weil der Pfeil dann ja nach unten zieht, logischerweise. Also das ist relativ realistisch so eingestellt. Aber es funktioniert irgendwie nicht so hundertprozentig, wie ich das gerne hätte. Ey, wie kann man das Haus so nah an diese Werkbank bauen? Das ist irgendwie Mist, ey. Ja, die soll ja auch nicht da stehen. Ich habe dir schon mehrfach gesagt, du sollst dich umstellen auf die andere Seite. Das ist ja deine. Die habe ich nicht. Ja, ich habe die anfangs gebaut, bevor das Haus gebaut wurde. Genau, darum geht es. Deshalb habe ich meine auf die Seite. Ach, jetzt haben wir kein Holz. Ich kann mir gar keinen Bogen machen. Super. Naja, muss jetzt ohne gehen. Wir können jetzt leider keine herstellen. Können wir dann los? Ja, ich habe mir gerade nur noch ein paar Pfeile gemacht. Das erklärt, warum ich kein Holz habe. Nein, das habe ich Holz in meinem eigenen Inventar genommen für. So, warte mal. Hier haben wir 18 Holz. Da haben sie zum, aber das reicht nicht für einen Bogen. Ich glaube, dafür brauche ich 30. Ne? Ja, wir können, dann hack doch mal eben Holz. Und das ist doch kein Problem. Aber du brauchst auch Pfeile. Das heißt, es wird sich immer 30 und... Ja, ich würde sagen, ich schneide den kommenden Teil mal eben raus, weil ich mal kurz hier auf Holzjagd gehe, weil alles so super organisiert heute ist und dann noch auf den Epi warten und überhaupt. Aber du solltest die Quelle noch machen eben. Kannst du die eben bauen? So, ja. Ich musste nur noch was essen, weil... ja, wo stelle ich die denn jetzt am besten hin? Stelle ich die... So, dass dann nicht so viel Platz wegnimmt, dass man noch was anderes hin... Warte mal, wie groß ist die nochmal? Ich könnte ja auch sonst hier oben auf die Ecke so stellen. Was hältst du davon? Was nochmal? Ich stell die sonst hier oben auf die Ecke drauf. Wo? Da. Wo bist denn du? Da hinten? Ja, hier drin? Ah, in dem Ding. Okay. Ja, draußen nicht. So gut. Draußen hat man ja nichts davon. So, die können die jetzt selber bauen. Achso. Ich weiß, was ich noch eben nachgucken wollte. Ob ich jetzt die eine Keule schon machen konnte oder nicht. Kann ich, habe ich aber wieder kein Holz für. Ja, super. Ja, hol dir nochmal Holz. Okay, machen wir die nochmal eben. Weil die nämlich auch besser ist. Beziehungsweise Baseballschläger ist das ja.
Der ist nämlich besser als diese komische, primitive Keule, die ich hier habe. Ich dachte gerade schon. Da die Sachen immer wieder neu spawnen, sollte man auch immer wieder auf den gleichen Plätzen mal nachschauen. Ich glaube, hier am Ende war auch noch was. Oh, geh bloß nicht hier in die Schräge hoch. Ja, genau, hier ist nämlich auch noch ein Ei. Das können wir nämlich direkt noch einmal mitnehmen. Da können nämlich wirklich tolle Pals rauskommen. Man kriegt dieses Wort nicht weg. Es tut mir leid, es tut mir leid. Hatte ich mir den Gleiter schon gemacht? Ah ja. Ich glaube, meine ich. Ja, ja, hatte ich gemacht. Ich habe gerade mal getestet. Dann könnte ich nämlich nochmal auf die andere Seite. Da ist nämlich auch noch was, was ich noch einsammeln muss. Weil meine Ausdauer eventuell ein bisschen wenig ist zum Schwimmen. So, und wir müssen uns ja immer wieder verbessern können. Um dann wieder zurückzukommen, gehe ich dann einfach ein bisschen hoch und springe dann wieder rüber. Falls du dich wunderst, wo ich jetzt gerade bin, ich bin hier auf der rechten Seite durchgegangen. Die Sachen nochmal eben einsammeln. Mhm. Schwupp. Ich bin aber auf dem Weg zu der Statue. Welches Level haben wir eigentlich? Level 10. Ich denke mal nicht, dass das so gut wäre, jetzt schon den einen Boss zu versuchen, oder? Nee. Ich weiß nicht, welches Level die hatte. Keine Ahnung. Ich habe Level noch niemals Level 10. Ich bin ja noch niedriger. Ach so, stimmt. Du bist ja erst danach dann... Der gibt uns wahrscheinlich nicht nochmal irgendwas. Hier ist auch nichts Neues mehr drin. Was wir auf jeden Fall machen sollten, ist diesen Elektrobalder, diesen Igel zu holen. Ihr wisst jetzt nicht, wovon ich spreche, aber ich habe den privat gefunden und der hat richtig, richtig geilen Schaden gemacht. Vor allen Dingen gegen Wilderer und... Oh, da ist der Flug... Oh. Den habe ich, glaube ich, jetzt noch nicht hier drin, ne? Wieso habe ich zwei von diesen Hutdingern hier drin? Eine blöde Captiva. Ach, shit. Ich habe doch in der letzten Folge, glaube ich, einen, der kaputt war. Ah. Hier, den Vogel möchte ich haben. Kannst du den mal anschießen, dass der mal runterkommt? Ja. Obwohl, ich habe auch Pfeil und Bogen. Aber der ist zu weit weg, oder? Ne. Aber den möchtest du haben, oder was? Ja, normalerweise müssten hier mehrere sein. Ja, komm, komm. Nein, du sollst vom Wasser... Ach, komm. Ich laufe mal ein bisschen hier in die Richtung, damit der mal rüberkommt. Jetzt geht der nicht zurück. Ja, der ist aggro auf mich. Du musst, er soll nicht zurückgehen, nachdem der den Angriff gemacht hat? Ja, mach schnell. Boah, das war knapp. Ja, das ist immer so blöd, weil die dann ja auch nochmal haut. Oh, sehr schön. Aber normalerweise sollten hier mehrere von denen sein im Wasser. Oh, nee. Oh, ey. Du hast jetzt nicht das Huhn gerade versucht zu fangen. Na, das, ja, sicher, warum? Ist das gerade rausgegangen, oder was? Oh, nee, das... Ja, weil die ja eigentlich eher nicht rausgehen, deswegen, weil die ja doch recht klein sind. Nein, das Huhn, der ist abgelenkt worden, diese Kugel ist abgelenkt worden. Bleib stehen, bleib stehen. Sehr schön, ich weiß nämlich nicht, wie viele wir davon haben. Aber den kann man auch gut als Flammenwerfer einsetzen. Oh, da hinten ist nochmal so ein grünes. Was ist das denn mit den... Pass auf die Wilderer auf, rechts. Schnapp mir hier das Ei nochmal. Hier rechts können wir aber mal reingehen, ne? Das war doch das mit den Katzen, oder? Diese Treppe hoch. Wo bist du denn? Ich stehe direkt vor dir. Ja, aber was für Katzen? Der Epi braucht wieder eine Brille. Ich bin jetzt? Kannst du mir mal helfen? Hallo? Hallo? Was macht der denn da? Ach, der hat dich angegriffen. Ich dachte, das war der Krimi. Ich dachte, den hätte ich gefangen.
Jetzt habe ich nicht. Der hatte irgendwie keine Lust mehr. Ja, aber wie gesagt, hier hinten sind die Wilderer, aber gut, egal. Ich weiß nur nicht, ob wir da immer reinkommen oder ob. Achso, der ist nass. Oh, ich dachte gerade, aber Shinies sind ja auch größer. Ja, was hast du? Du rennst jetzt gerade so planlos hier durch irgendwie. Ne, ich renne den Weg, den du mir gezeigt hast. Und hier vor war auch, glaube ich, nichts. Da das unten Problem ist, ich weiß halt nicht, ob wir da. Hier ist auch nochmal so ein Flugding. Ja, warte, ich komme davor, aber ich muss eben einen anderen holen. Und die Höhle wäre jetzt auch nein, da, ist auch die Frage. Ob wir erst fliegen sollen oder erst durch die Höhle sollen? Wie fliegen? Nicht fliegen, also den Vogel holen oder erst in die Höhle reingehen sollen, das meine ich. Ja, wie lange, was steht denn bei der Höhle bei? Wie lange ist die noch? Weiß ich nicht. Da steht doch eine Zeit vielleicht bei. Ist auf jeden Fall hier, verschwindet in 25 Minuten. Ja, dann lass uns eben das Flugtier holen. Aber da ist jetzt ein Boss-Symbol drin. War das ja, letztes Mal das auch war bei da dem drin? Anderen auch. Wo ist? Der flog eigentlich hier oben rum. Wo ist er denn jetzt? Hier so über dem, wo ist er jetzt hin? Da hinten, geradeaus. Aber du bist besser im Anschießen als ich. Was ist das denn? Tag 11. Notizen des Schiffbrüchigen. Oh. Na? Willst du ihn alleine machen, oder? Weil wenn ich jetzt mit drauf haue und du dann auch, ne? Oh shit, der ist aber schon ziemlich down, ne? Spitzhacke, Spitzhacke. Kannst du auch mal so probieren. Wo ist er? Wo ist er? Ich sehe nicht. Oh, ich bin tot. Mann! Ach, ey. Ja, toll. Warte, wie kann ich dich jetzt. Ja, mit F oder mit irgendwas drücken. Ja, aber ich kann dir den noch weitergeben, meine ich. Nein, kannst du nicht. Habe ich den jetzt? Ja, du kannst mir nicht weitergeben. Doch, normalerweise kann ich dir den weitergeben. Nein, kannst du nicht. So wie ich dir das eben erklärt hatte. Deiner über deiner Talbox drin. Ja, über. Den, die Box, die arbeiten und dann müsstest du den da rausnehmen können. Nein. Ich kann deine ja auch rausnehmen. Nein. Nee, machen wir das am besten nach dem. Nicht, dass das wieder weg ist hier. Ich hasse das mit der wenigen Ausdauer. Achso, warte mal, hatte ich nicht noch einen Punkt? Ich erhöhe mal kurz die Werte. Ausdauer. Angriff, Gewicht ist auch ganz wichtig. Also für mich ist es wichtig, weil ich muss viel tragen können. So, ja. Ich würde aber sagen, ohne Pals. Bei dir ist gerade ein Pal rausgekommen. Ich habe ja, ihn gefangen. Ja, Mann. Ach ja, ich stirb schon wieder, wenn das so weitergeht. Ey. Das nervt mich gerade. Ja, ja, jetzt ist das Viech tot. Ich gehe jetzt kaputt gerade. Ich denke, du bist. Hä, wo bist du denn? Nein, ich habe so eine Vergiftung auf mir. Ich sehe dich nicht. Hä? Ja, weiß ich nicht, wenn du mich. Ach, da. Ich stehe neben dir. Nee, aber du gehst hoch vom Leben her. Ja, jetzt wieder. Ja, toll, jetzt ist die weg. Nee, da hinten läuft sie rum. Bleibst du stehen? Boah, jetzt lauf doch nicht weg. Mauzi! Alter, dieses Viech! Hallo? Ich hau da direkt drauf und die läuft unter mir rum. Oh, Level 9. Ey, geh weg da! Ich mach nichts. Warum
Greif doch, du lenkst mich ab, weil ich nie sehe, wo ich dann drauf... Boah, ist nicht dein Ernst jetzt. Dann muss ich die halt versuchen zu fangen, wenn die zu blöd ist, mal eben stehen zu bleiben. Wo ist denn hier... Wie geht's denn hier rein? Geht so auch? Das ist irgendwo kein Ding. Kein Durchgang. Ach, da hinten geht's sogar. Hier müsste aber doch noch ein zweiter normalerweise sein. Boah, ich bin fast... Im Moment aber anscheinend nicht. Langsam das Reck. Ich bin fast tot. Ey. Ich habe auch nichts, um mich irgendwie zu heilen. Ey. Das ist so scheiße. Ja, ess mal was. Normalerweise müsste das dadurch angeregt werden. Mann, ich bin voll essen. Ach ja, komm. Ja, ich bin gleich tot. Ja, komm. Was hier? Mensch! Ja, hier ist der Durchgang. Oder? Ja, nee, Dungeon verlassen, das ist der Eingang. Ups, falsche Richtung. Ich habe keine Pfeile mehr. Hier hinten, wo bist du? Was machst du da vorne rum? Ich dachte, wir wollen. Was soll ich da wohl machen? Wir wollten ja durch den Dungeon durch. Ich habe das Viech erwischt, weil ich auf dich geguckt habe. So, eigentlich. Vor allen Dingen, es sind hier keine Wilderer, das irritiert mich gerade. Sollen wir erstmal rechts rum und dann die anderen im Kreis so abgehen? Bei mir ist alles kaputt gerade. Ich habe keine Pfeile mehr. Ich bin low life, geht nicht hoch, keine Ahnung, was da passiert. Na gut, das muss ich sagen, das dauert unheimlich lange, bis da das Leben mal höher geht. Das stimmt schon. Jetzt weitergegangen? Ja, ich guck gerade. Einer ist hier vorne. Den haben wir noch nicht. Ein Fuddler. Ja, aber ich sag mal, wenn wir jetzt einen Bosskampf hier kriegen gleich, den brauche ich mit dem Sachen, die ich hier platz habe, nicht machen eigentlich. Ja, ist die Frage, kriegen wir einen Bosskampf? Vielleicht letztes Mal war ja kein Boss drin. Oder ist das unterschiedlich eventuell? Ja, das ist schon unterschiedlich. Da hinten ist eine so eine lilane schwebende. Ja, die wir kennen, ne? Die hätte ich auch gesehen. Daydream? Daydream, so heißt sie. Oder Daydream. Ah, ansonsten. Warte mal, da hinten. Ah, ne, das ist der Berg, glaube ich, der am Leuchten ist. Ach, das ist wieder dieser Wasserweg. Oh oh. Ich hätte vielleicht vorher wegen der Ausdauer gucken sollen. Erreicht aber noch, okay. Hier, also sie geht rechts hier geht's auch nochmal. Ja, entweder gehen wir da erst hin oder da. Da geht's wahrscheinlich zu diesem Boss oder zu dem, wo die Kiste ist hier drin. Ja, hier ist die Lina eine Kiste. Aber ohne Boss. Sollen wir die nicht machen hier? Ja, willst du die mitnehmen? Ich hab's angefangen. Oder vielleicht auch nicht. Oder doch. Hast du die Kiste jetzt geholt? Ja, ja. Was war da drin? Ein bisschen Gold, eine Sphäre und 19 Pfeile. Ja, die Pfeile hätte ich gut gebrauchen können. Warte mal, da hinten ist noch einer, den du noch nicht hast, oder? Welche? Ah, nee, das ist der vom Anfang. Nee, nee, okay. Oh, ich hasse das mit diesen. Dass man nicht sagen kann, ich will so und so viel haben. Warte mal, hier. Das ist ein Wilderer. Jetzt hast du zwei mehr, ist ja egal, hier. Die despawnen auch, ne? Vergiss das nicht. Was habe ich mehr? Die Pfeile, die ich dir eben gegeben habe. Wo sind die denn? Die lagen da, wo ich sie dir gegeben hatte. Ah, hier sind sie. Hallo. Guten Tag. Ich war vielleicht ein bisschen früh. Ach, doch, geht. Da hinten sind zwei Wilder. Nicht so viel. Wo bist du denn jetzt schon wieder? Also einen habe ich hier vor. Nee, es sind zwei. Ja. Bist du denn? Doch, hast jetzt wieder Leben.
Ja, wie springt der mich einfach? Ja, vor allen Dingen springt der an mir vorbei. Wie doof ist der bitte? Ja. Ah, nein, nein, nein. Also weg da, noch, weg da. Oh, oh, oh. Wo kommt der denn her? Ja, der ist aus Dings raus. Ach, du wolltest ihn fangen. Ach so. Der hat die Keule, da stehen noch in... Da steht die Keule in der Luft. Doch, die Köpfe nicht so einfach fangen. Alter! Spring doch nicht an mir vorbei, während ich werfe. Mann! Die gehen mir auf den Sack. So, ich hab ihn. Hast du den anderen jetzt kaputt gemacht, oder was? Ja, ja. Ja, ich hab den nicht. Warum? Weil ich keine Menschen fange. Ich bin ja kein Menschenhändler wie du. Ja, genau. Vor allem Menschenhändler. verkaufe ich die, oder was? Weiß ich ja nicht. Kann man. Achso, hier geht's nicht theoretisch weiter. Irgendwie. Das ist, ja. Du kannst sie verkaufen? Nee. Ja, ja. Weil Händler, das haben sie ja. Das war so ein bisschen in Verruf geraten, weil das geht halt. Hallo, das ist ein Spiel, was noch nicht mal realistisch aussieht. Warum soll das in Verruf geraten? Hier sehe ich auf jeden Fall ansonsten nichts mehr. Ich meine, außer natürlich die ganzen Ressourcen, aber die können wir eh nicht schleppen. Ja, aber ein paar Sachen könnten wir schon... Also ich ja, aber ich nehme die vorne mit. Ich nehme die nicht von hier hinten jetzt. Da gehst du jetzt nach vorne oder was? Aber vorne ja, da waren noch... Blauen, war da auch blau? Warte mal, wir können hier links noch rum. Nein, da waren wir schon. Ach so, ja, das war das, wo wir dem einen gefolgt sind, ne? Genau. Ja, also vorne waren... Ich habe hab von diesen Mugglern oder wie die heißen, oder Muggen... Ja, eine Katze fehlt dir noch. Eine Katze habe ich noch nicht hier drin. Und ja, ich habe halt keinen Flieger. Der ist ja gerade... Ja, wie gesagt, den lege ich gleich in die Dings. Dann probieren wir das mal aus, ob du dem... Ein Futtler, zwei Futtler sind hier. Hä, respawnen die? Ja. Ach, da ist auch wieder ein, hier ein Wilderer. Hallo, ich nehme dich. Aua. Nein, kümmere dich um mich. Komm. Es tut mir mehr weh als dir, glaub's mir. Hä? Ja, die wollen mich jetzt nerven hier. Ah, jetzt. Was hast du jetzt gemacht? Ja, ich wollte ihn eigentlich nur leicht hauen, der war aber schon von dir so weit runter. Nee, ich habe den anderen eigentlich getroffen, warte. Probier mal schnell. Nee, 13%. Ja, ich kann nochmal draufhauen, aber vielleicht geht er dann kaputt, das weiß ich nicht. Ich habe die Axt in der Hand. Komm, spring nochmal an mir vorbei. Jetzt nochmal. 15%, nee. Also noch weiter runter kann ich hier nicht hauen, dann ist er kaputt. Mach nochmal einen Ball, ich habe eben auch zweimal hintereinander. Nee, geht sofort raus. Das ist nein! Okay, geht bei mir auch raus. Och, der wie geht der in dem Moment gerade weg. Ja, siehst du, noch einmal drauf und konntest du nicht mehr. Aber wenn er sich so gar nicht fangen lässt, ist es auch scheiße. Oh, hier sind noch mehr. Ach, da ist die Höhle, die ich gesucht habe. Hallo. Hey, warum kommen die nicht da durch? Ja, was mit denen? Ja, aber schlagen kannst du mich. Natürlich, du bist ja toll. Was ist mit denen? Ja, wolltest du noch mal gucken, ob... Ja, den hast du jetzt tot. Ja, aber der andere... Ich glaube, den hast du. Nee, aber der ist weggegangen. Ich habe ihn aber nicht. Doch. Level sie aber der zählt nicht. Ich muss noch ein Pal haben. Oder ich brauche doch den Level. Wie, der zählt nicht? Hier links können wir rein. Da sind noch Futtlers. Ja. Futtlasse. Ah, geh vor. Du backst mich hier die ganze Zeit zur Seite. Du musst mir warum genau haust du mir hier voll den Pfeil rechts rein? Ach, jetzt sag mal, laufst du mal gerade und nicht zickzack? Ja, ich laufe dem einen hinterher. Die ganze Zeit gerade. Schieß doch einfach auf den anderen. Hab ich ja. Ja, aber so offenbar ja nicht. Setzen ja getroffen. Och, komm. Komm da bloß nicht runter. Das finde ich blöd, dass sie dann teilweise so verbuggt sind. Aber ich meine, gut, es ist Early Access. Da muss man auch dazu sagen. Aber es ist halt nervig, wenn jemand fangen will. So einfach, ne?
Ach so, warte mal. Weil ich war auch schon ein paar Mal in der Welt verbuggt, da musste ich mich sterben lassen. Unbedingt. Deswegen. Die Kohle müssen wir mitnehmen. Kohle? Ganz was wichtig. Für Kohle? Die ist noch wichtiger hier bei mir. Die ist wichtiger als die anderen Sachen. Die anderen kriegen wir. Oh, den haben wir noch nicht gesehen. Also beim letzten Mal war der nicht drin hier. Steinkohle. Ja, wobei, die müsstest du ja auch selber machen können, oder? Nee. Steinkohle kannst du nicht selber machen. Du kannst Holzkohle machen. Kannst du nicht irgendwas... Oh, oh, jetzt bin ich aber voll. Jetzt kann ich nichts mehr von den Erzen mitnehmen. Ja, ich habe auch nicht mehr viel Dings. Ach, da sind sie wieder. Hä? Den kannst du so schön ausweichen. Ja, ja, ich habe meinen extra kaputt gehauen. Du wolltest deinen wahrscheinlich eher nicht kaputt hauen. Ich wollte gerade fangen, aber das war dann, ja. Oh, jetzt habe ich nicht schon wieder Hunger. Sag mal, wie schnell geht das bitte? Das ist echt nervig. Ja gut, wir haben jetzt viel gekämpft. Ich denke mir mal, dass das die Rate wahrscheinlich erhöht. Hier kann man aber nirgendwo abzweigend irgendwie rein. Warte mal, da ist ein wilderer Rookie. Da kam aber also, her, oder? Also wir haben hier auf jeden Fall... Ja. Hallo, hör mal zu. Hier vorne ist der Ausgang. Hä? Nee, wir sind noch nicht zurückgelaufen. Doch, hier ist der Ausgang. Hä? Da war ich doch eben. Da standen noch keine Fackeln, wo du jetzt bist. Nö, hier sind keine Fackeln. Hier ist keine... Achso. Hä, waren da keine Fackeln beim Ausgang? Stimmt, hier ist der Ausgang. Nee. Also ich muss jetzt hier raus und würde auch sagen, weil ich weiß nicht, ob ich noch eins davon mitnehmen kann. Ja, noch ein bisschen kann ich. Die sind nicht ganz so schwer wie die Kohle. Oh, scheiße. Jetzt habe ich aber genau 550 von 550. Das ist nicht gut. Aber wir können uns ja gleich zurückporten. Ich habe fast den Next Level. Also, ja, also. Ich weiß, dass ich zu viel mit mir rumschleppe. Jetzt ist die Frage... Ich kann mich nicht richtig bewegen, so. Das ist das Problem. Da hatte ich auch noch mal einen von mitgebracht. Das Blöde ist, wir sind ja jetzt hier genau bei den Wilderern, ne? Ja, den müssen wir befreien, mal. Ja, aber ich kann mich nicht richtig bewegen. Obwohl, ich hole mal meins raus. Du kannst dich nicht richtig bewegen. Komm mal mit hier rum. Aua. Oh, da ist sogar, die haben einen Vogel angegriffen. So, ich zeige euch das mal. Und zwar haben die normalerweise immer so ein süßes, kleines Ding hier. Da müsst ihr dann F gedrückt halten. Hoffen, dass von hinten keiner kommt, der euch angreift. Und den habt ihr dann mitgenommen. Die sind da unten noch beschäftigt. Hey, warum kann ich den nicht hauen? Doch, das ist meiner, hallo? Ach so, hier ist noch ein Wilderer. Will ich hier mein Paar klauen? Ja, habe ich doch gesagt, dass sie mit dem kämpfen. Aber der ist weg jetzt. Nee, der ist hier oben, hinter dir. Na da. Nein! Oh. Das reicht nicht. Wieso habe ich jetzt nochmal irgendwas mit zwei aufgenommen? Hass ihn. Ich habe einen Vogel, ja. Ich habe. Das hört. Er hat wirklich einen Vogel, also das kann ich bestätigen. Aber ich hole mir hier vorne den Wegschrein eben. Ja, ich bin gerade am Gucken. Ach so, ich habe auf deinen Pfeil geguckt. Oh. Ich laufe in die falsche Richtung. Ich weiß übrigens immer noch nicht, was das hier eigentlich ist. Nein. Oh, es war etwas, wodurch ich noch... Aber das war gut, weil das war eine Eisdrüse auch dabei. Also ich kann nicht richtig laufen jetzt, deswegen würde ich mal sagen, wenn jetzt nichts Wichtiges mehr passiert, dass ich den Teil jetzt hier gleich rauscutte, weil da vorne, wo der Turm ist, hier unten links in der Ecke ist das, nicht da vorne, wo der Turm ist, da ist das Ding... Oh, da ist nur... Nee, das ist ein Bruchstück. Jetzt kann ich noch weniger laufen. Scheiße. Da kann ich das nämlich aktivieren und da werde ich nämlich jetzt auch gleich zurückporten, hier links. Jetzt brauche ich es nicht mal rauszuschneiden, weil jetzt habe ich die ganze Zeit geredet. Toll. Ja, jetzt reise ich auch zurück. So, einmal zurück zum Lager, bitte. Oh,
und alles reparieren. Alles kaputt. Alles ist kaputt. So, was haben wir denn hier? Ach so, wir probieren das noch ganz kurz am Ende aus. Ne, wir machen das in der nächsten Folge. Ob man das... Oh, ich habe Sturmgewehrmunition von denen bekommen. 2 Stück. Sehr schön. Finde ich gut. Ich werde mich jetzt mal ein bisschen auseinanderfriemeln und ein bisschen entleeren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und da probieren wir das mal aus, ob wir was an den anderen übergeben können, indem wir den ins Lager reinsetzen. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.